Herr Bürgermeister, Gratulation zum Wahlergebnis. Wie zufrieden sind Sie und wie erklären Sie sich speziell diesen Erfolg? Ja, ich bin ja erst 2 Jahre Bürgermeister und mein Ziel war, das sehr gute Ergebnis meines Amtsvorgängers Dr. Michael Häupl aus dem Jahr 2015 zu erreichen. Das waren 39,6%. Es scheint jetzt nach den Hochrechnungen so zu sein, dass mir das gelungen ist. Das freut mich sehr, erfüllt mich mit Stolz und möchte die Gelegenheit auch benutzen, mich bei allen Wählerinnen und Wählern zu bedanken, aber auch bei all jenen, auch innerhalb der Sozialdemokratie, die mich da sehr unterstützt und getragen haben. Sie haben schon gesagt, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Welche Ziele stecken Sie sich jetzt für die nächsten 5 Jahre? Ja, jetzt ist einmal wichtig, dass wir sehr schnell auch zu einer neuen Stadtregierung kommen. Ich werde jetzt das Endergebnis abwarten, das wahrscheinlich nach Auszählung der Wahlkarten Dienstagabend oder Mittwoch in der Früh vorliegen wird. Dann werde ich erste Sondierungsgespräche führen und mit jener Partei, von der wir annehmen, dass am ehesten eine Kooperation möglich ist, vertiefende Koalitionsgespräche führen. Das heißt, ich werde sehr schnell diese Gespräche auch zu einem Ende bringen. Und mir ist wichtig, dass wir gerade jetzt in der Corona-Krise das öffentlich finanzierte Gesundheitswesen weiter ausbauen, weil die Gesundheit der Menschen gerade jetzt das Wichtigste ist, dass wir aber auch die Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort sehen, insbesondere die notwendige Unterstützung für Klein- und Mittelbetriebe. Und das, was mir besonders wichtig ist, auch stabilisierende Maßnahmen für den Arbeitsmarkt. Also ich kämpfe da um jeden Arbeitsplatz und das wird sicher von ganz zentraler Bedeutung sein. Aber ich habe mir auch vorgenommen, die Reformen, die wir im Bildungssystem gesetzt haben, mit der Schaffung der kostenfreien Ganztagsschule an 70 Standorten in Wien, dass wir das Bildungssystem auch schrittweise weiter ausbauen und dass wir Maßnahmen setzen zum Thema Klimaschutz und Maßnahmen gegen den Klimawandel. Da habe ich ein 50-Punkte-Programm vorgelegt, das ich auch schrittweise abarbeiten möchte. Sie haben jetzt einige Punkte genannt. Denken Sie, dass es da einen bestimmten Partner geben könnte, der diese Ziele, mit denen Sie diese Ziele besonders gut erfüllen könnten? Also ich habe vor der Wahl eine Koalition ausgeschlossen mit der FPÖ, mit dem Team HC Strache. Es verbleiben 3 Parteien und mit allen 3 Parteien haben wir sehr starke Berührungspunkte, aber auch Punkte, wo wir uns unterscheiden. Und es wird jetzt in den Gesprächen notwendig sein, zu klären, wo es die intensivsten und stärksten Schnittmengen gibt, um ein Zukunftsprogramm für die Stadt Wien zu entwickeln. Sehen Sie Vorteile einer großen Koalition mit der ÖVP oder Vorteile einer kleinen Koalition, eventuell auch sogar mit dem NEOS? Ja, alles kann Vor- und Nachteile haben. Man muss vor allem abwägen, wo sind die Inhalte, wo sind die Ziele, wo können wir am ehesten den Menschen in unserer Stadt unterstützende Maßnahmen setzen. Und für mich ist wichtig, dass mit der heutigen Wahl auch deutlich gemacht worden ist, dass den Menschen in unserer Stadt der soziale Zusammenhalt wichtig ist, dass Miteinander im Vordergrund steht. Und das ist für mich eine Grundprämisse der politischen Arbeit und daran werde ich auch etwaige Koalitionspartner messen. Und in der Sache, letzte Frage, Migration, welcher Partner sagt Ihnen da mehr zu? Welche Haltung finden Sie da besser, etwa die der NEOS oder etwa die der ÖVP? Ja, ich habe ein sehr professionelles Verhältnis zu allen 3 Parteien und ich bin da sehr emotionsbefreit. Es geht darum, dass wir das Beste für die Stadt erzielen und das wird sich in den Verhandlungen zeigen. Und da werde ich sehr schnell in den nächsten Tagen beginnen. Herzlichen Dank. Danke.